Ich bin Joshua und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute wieder mit einem neuen Hot oder Schrott Video. Ich habe ein Metabook auch schon länger hier liegen wie immer. Es handelt sich um Echos mit Kevin Bacon. Und da habe ich dann das Metabook Cover A von Koch. Das sind kleine Metabooks. Machen wir gleich mal auf. Den Film habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Ich könnte jetzt ein bisschen was darüber erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich euch dann spoilern würde. Und wie bei Koch üblich meistens ist der FSK-Flatschen drauf geklebt. Echt, ich verstehe es nicht. Dürfte wahrscheinlich leicht abgehen, weil es ein glänzendes Mediabook ist. Aber muss das sein? Braucht es das? Ne? Jo, hab's abbekommen, ohne dass Rückstände drauf sind. Und ja, ich würde sagen, wir schauen es uns dann mal an. Ja, schauen wir rein. Ja, wie gesagt, es ist ein glänzendes Mediabook, wie von Koch jetzt oft gewohnt ist. Das Cover hat mir jetzt eigentlich am besten gefallen. Ja, und dann schauen wir uns mal das Bein an. Alles in so einem glänzenden Effekt. So, falls jemand sich mal durchlesen möchte. Wir haben Dolby Digital 5.1 Ton. Genau. Und dann schauen wir mal rein. Einmal die Blu-ray. Ganz dicke Seiten. Dicke glänzende Seiten. Ist aber ein bisschen wenig Bildmaterial. Das finde ich immer nett, dass sie da Filmografie mit reinnehmen. Wenig Buchmaterial, also sehr wenig Buchmaterial. Ja, und dann hat man hier noch die DVD. Dass die Seiten dicker sind, gefällt mir gut. Wenig Bildmaterial. Ja, ich muss dem Mediabook 6,5 von 10 Punkte geben und wir sehen uns gleich in der anderen Perspektive wieder. Ja, und wir sind zurück. Ja, sehr dünner Buchanteil und leider auch ohne viele Bilder. Ist jetzt. Ja, kann man lassen, aber es kann man besser machen. Und wieso Koch, wieso macht ihr immer wieder den Flatschen drauf und nicht auf der Folie drauf? Es ist echt schlimm. Es ist, Gott sei Dank gehen sie noch gut ab, aber jetzt lasst die mal ein paar Jahre da drauf kleben, wenn sich das Mediabook nicht verkauft. Und dann zieht man an und man hat alles herunter. Ne? Jo, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film findet. Und wie ihr die Edition findet. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ne? Macht's gut. Servus.